Hallo, liebe Freunde, schön, dass ihr wieder am Start seid und jetzt geht es weiter mit dem Sealed-Turnier, das ich spiele. Wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt hier schon bei 2 Siegen. Beim zweiten Spiel hat mein PC leider beschlossen, mir die Aufnahme voll zu zerreißen. Deswegen steigen wir jetzt ein ins dritte Spiel, also 2 gewonnen. Mal gucken, ob es heute oder jetzt wieder klappt. Ich habe im zweiten Spiel wunderbar den Osa einsetzen können und habe meine starken Artefaktkreaturen einfach immer wieder kopiert und habe damit den Gegner dann einfach überrannt am Schluss. War ein gutes Spiel, hat ziemlich lange gedauert, er konnte mir nichts tun, ich konnte ihn lange gar nicht angreifen, weil er eine sehr starke Spinne hatte, die meine Flieger aufgehalten hätte. Und ja, da musste ich erstmal drum rum arbeiten dann. Hat dann im Endeffekt aber geklappt. So, dann nehmen wir den hier mal mit rein. Weiß nicht, warum ich jetzt nicht den Bergwerksarbeiter zuerst genommen habe, aber gut. Das machen wir dann jetzt. Und dann fangen wir damit schon mal gemütlich an, uns Leben aufzubauen. Ich sag mal so, ich greife mal an. Vielleicht blockt das ja. Ne, macht er nicht. Okay. Da muss er jetzt aber Angst haben, dass ich blocke. Tue ich natürlich nicht. Ne, weil ich ja... Ach so, ja. Weil ich ja jetzt gleich anfangen kann. Okay. Dieses Ding da, ne? Das nervt. Das nervt, aber... Ich bin nicht so sicher, ob er da nicht irgendwann später noch was Krasseres auf die Beine stellen kann. Deswegen zögere ich jetzt so ein bisschen, den direkt wegzumachen. Andererseits sollte man das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Also knacken wir uns den. Ich glaube, das Fiese an diesem Teil ist auch, der kann irgendwie krass mutieren. Und dann ist der auch nochmal richtig nervig. So, mal alle greifen an. Bam, bam. Dann ist er schon auf 14. So, mal sehen. Please, wide gate. Damit kann er sich Mana in einer beliebigen Farbe erzeugen. So, dann spiele ich jetzt die Steinbergungs... Einheit. Zack. Und ich spiele den Kampfkurier. Gut. Dann geht's weiter zum Kampf. Und ich greife wieder mit dem Ingenieur an. Da wird er jetzt wohl blocken, oder? Ja. Das ist aber okay. Dann gehen wir beide und kriegen beide einen Stein. So. Zug beenden. Und dann wollen wir mal sehen, was er jetzt raushaut. Da, er hat ja genug Mana und er hat auch genug Karten auf der Hand. Das habe ich so ein bisschen gemerkt. Meine Hand ist immer sehr... Und ach, er hat schon... Ach, und da habe ich vergessen, jetzt in seinem Zug hier... mich zu heilen. Das ist dumm. So, dann machen wir es so und hauen hier den Juggernaut raus. Krasses Teil. Okay, und dann greifen wir mal an. Wir greifen mit allen an. Ich muss mich noch nicht unbedingt heilen. Okay, jetzt wird er mir was weghauen. Das ist unschön. Ja, da habe ich nicht mit gerechnet. Und der nervt natürlich auch, weil ich dann mit dem Juggernaut auch nicht angreifen kann. So, der wird wahrscheinlich... Achso, ja gut, das ist nicht schlimm. Was kann der machen? Nee, das bringt's nicht. Wollen wir das jetzt machen? Mache ich jetzt.
Der wird geopfert. Ich ziehe eine Karte. Luftmarschall. Okay. Zug beenden. Zug des Gegners. Ja, jetzt kann er anfangen, mir Schaden zu drücken. Ist nicht so schön. Um nicht zu sagen, gar nicht so schön. Aber wenn er das macht, dann kann ich ihn natürlich mit dem Juggernaut angreifen. Aber so wie es aussieht, macht er sich da gerade auch richtig mies Mana und so. Also da wird ordentlich was kommen gleich. Ah, auch ein statisches Netz. Und das macht er wahrscheinlich auf den Juggernaut, ne? Ja. Sehr gut gespielt. Ja. Dann haben wir als erstes den wieder raus mit Exhumieren. Und opfern ihn auch direkt wieder. Ziehen eine Karte. Das ist gut. Damit sind wir richtig schön aufgestellt. Ja, weiter zum Kampf. Da greifen wir natürlich nicht an. Und beenden unseren Zug. Soweit in Ordnung. Dann gucken, er bastelt da schon wieder Mana ohne Ende. Eieiei. Ja, mal gucken, wenn jetzt der Ursa käme, könnte ich wieder schön hier den Bergwerksarbeiter kopieren. Das habe ich nämlich im Spiel 2 ordentlich gemacht. Und dann konnten die auch alle immer ein Leben geben in der gegnerischen Runde. Und das war natürlich super geil. Da hat er mir überhaupt keinen Schaden machen können, so richtig. Wow, das sieht übel aus. Das sieht übel aus. Oh, oh. Das sieht übel aus. Nicht gut, nicht gut. Böse. Also ich gebe mir mal ein Leben. Kurz und jetzt. Eieiei, was macht er jetzt alles? Was hat er denn da alles gemacht? Bis zum Spiel Eile, Trampelschaden. Wirft jeder Gegner für jedes, das ausgegeben wurde. Aber er hat ja keinen. Obwohl doch, er könnte Sumpf ausgegeben haben. Heidenei. Übelst, übelst. Achso, ja, das kann ich ja nicht. Okay. Ja, weiter zum Kampf. Also ich würde mal sagen, ah, was mache ich da denn, ey? Keine Ahnung. Ich greife mal nicht an. In der Hoffnung, dass ich Ursa jetzt kriege. Der wird mir jetzt so krass. Ach du Schande, und auch das noch. Blöd. Jetzt brauche ich Ursa und die wieder. In Gangnahme oder wie das Ding heißt. Ich heil mich noch mal eben. Aber das ist nicht schön. Okay. Bringt mir gar nichts. Bringt mir gar nichts. Keine Angriffe. Ach, nein, 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 das sieht nicht gut aus. Ja, damit blocke ich den.
Dann kriege ich noch einen Kraftstein immerhin. Aber er haut auch noch gleich einen raus. Okay. Ich verzaubere dieses Artefakt. Das ist so ein Dings. Gut, noch eine Ebene. Ist jetzt wirklich nicht so nötig. Keine Angriffe. Zug beenden. Aber ich könnte seine Schlange killen. Aber ich weiß nicht, ob er da nicht noch krass was hat. Egal. Das war ja blöd. Oh Gott. Das war dumm. Jetzt habe ich den Mana getappt, anstatt zu blocken. Und habe ihm dann wahrscheinlich auch verraten, dass ich das blocken würde. Ja. Gutes Spiel. Ich glaube, einfach nochmal kämpfend untergehen. Jawohl. Alles klar. Da kann ich nichts mehr tun. Ja, schade. Geht nicht immer, ne? Ist jetzt schon vorbei eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Eine Niederlage. Achso, drei Niederlagen kann ich haben. Okay, das war mein drittes Spiel. Leider konnte ich euch das zweite nicht zeigen. Das war so schön. Ich hoffe, ich kann das nochmal reproduzieren sozusagen und euch im nächsten Spiel dann dieses schöne Ursa-Getrickse zeigen. Und bis dahin, bleibt gesund. Euer KidZero.